vor mit den wichtigsten Sachen. Wenn ihr Fragen habt, bitte gleich mich unterbrechen, meldet euch und stellt eure Frage, das ist gar kein Problem. Hier könnt ihr mal sehen, wie alt der Verein tatsächlich schon ist. Der Verein wurde 1899 gegründet, ist also ein bisschen älter als der ein oder andere von euch und ein bisschen älter als ich. Und der Verein hieß tatsächlich schon mal BSG Chemie Leipzig, nämlich 1950 hieß der schon mal so, also genau der gleiche Name wie jetzt. Und dann wurde die BSG Chemie Leipzig 1951 und 1964 deutscher Meister. Dann kam, wie viele von euch bestimmt wissen, 1990, 89 die Wende. Ja. Deutschland wurde zusammengeschlossen. Das hatte auch auf den Fußball große Auswirkungen. Und der Verein benannte sich um in FC Sachsen Leipzig. ...2011 ging dann dieser Verein in Insolvenz, also bankrott, er hatte kein Geld mehr. Und so beschlossen die Fans 3 Jahre vorher schon, den Verein komplett neu zu gründen und von vorne anzufangen. Das könnt ihr hier sehen. Ihr seht ja, der Verein hat 2008 in der allerletzten Liga wieder angefangen, Fußball zu spielen. Das ist die 12. Liga gewesen. Und jetzt zeige ich euch, wie wir uns seitdem entwickelt haben. Ihr seht, wir sind einige Male aufgestiegen, auch 2-mal abgestiegen und befinden uns jetzt in der 4. Liga. Die 1., 2. und 3. Liga sind in Deutschland reine Profiligen, da sind also nur Profivereine zu finden. Und in der 4. Liga gibt es sowohl Profivereine als auch Amateurvereine, da gibt es beides. Hier mal ein Bild von 2008. Damit möchte ich euch mal zeigen, wie unsere Gegner aussahen. Ein bisschen mehr als ich. Ein kleiner Sprung, 2014. Hier ist der Verein aufgestiegen. Ich zeige euch jetzt hintereinander weg mal ein paar Eindrücke, wie das Stadion aussieht, wenn es voll ist. Wenn wir nachher durchgehen, ist es natürlich leer. Das sind die sogenannten Einlaufkinder, das heißt, das sind Kinder, die mit den Spielern auf das Spielfeld gehen. Der Trainer. Hier wieder ein Aufstieg, wir sind 2-mal hintereinander aufgestiegen. Das hier ist ein Auswärtsspiel für die Fans, also für uns ist es etwas ganz Besonderes, dass bei den Auswärtsspielen immer wahnsinnig viele Fans mitfahren. Das hier waren über 1000. Hier könnt ihr die größte Tribüne sehen, die es hier in diesem Stadion gibt. Das ist der Nordturm. Hier sind die Fans auf das Spielfeld gelaufen, als wir aufgestiegen sind. So sieht das bei uns aus, wenn die Mannschaft auch mal verloren hat.
Das Besondere an unseren Fans ist, dass keiner die Mannschaft ausbuht, auch wenn es mal nicht so gut gelaufen ist. Die Mannschaft wird immer gefeiert und immer von vorne motiviert, damit sie beim nächsten Mal eben noch ein bisschen besser ist. Das ist ein Auswärtsspiel in Berlin, das wir mit 4:0 verloren haben. Und das ist die Szene nach dem Spiel. Jetzt möchte ich euch in aller Kürze das Leitbild des Vereins vorstellen, also die Vereinsphilosophie. Wir haben uns verpflichtet, unsere Tradition fortzusetzen. Das heißt, wir wollen an die Zeiten anknüpfen, an den alten Verein von 1964. Der Verein steht ausnahmslos für Gewaltlosigkeit und vor allen Dingen für Antirassismus. Hier wird ehrlicher Fußball gespielt und immer die Zusammenarbeit mit den Fans gepflegt. Ganz besonders wichtig ist uns, dass bei uns Kinder und Jugendliche immer eine Perspektive bekommen. Außerdem engagieren wir uns sozial in unserem Stadtteil. Der Stadtteil heißt Deutsch. Hier könnt ihr eine Aktion sehen, die nennt sich Refugees United. Das ist eine Initiative unserer Fans und des Vereins, damit bei uns geflüchtete Menschen eine schöne Zeit bei uns verbringen können. Flüchtlingskinder können bei uns generell kostenlos Fußball spielen, das heißt, sie bezahlen dafür überhaupt gar nichts. Hat dazu jemand Fragen bis hierhin? Dazu komme ich gleich im Vortrag. Hier könnt ihr jetzt mal sehen, die Zuschauerzahlen, wie die sich in den letzten Jahren entwickelt haben. 2012 hatten wir noch 600 Zuschauer hier im Durchschnitt bei den Heimspielen. Und jetzt in der Saison, die gerade vorbeigegangen ist, waren es im Durchschnitt 2.800 Fans.